Willkommen bei Creepy Ghost Life, der Sternanhänger. Diese merkwürdigen Dinge, die mir immer wieder geschahen und mein Drang, mich jemandem anvertrauen zu müssen, fielen leider noch mehr Freundschaften zum Opfer. Meine Freundin und Klassenkameradin, so, die ich auch schon aus der Grundschule kannte, kam nach der Schule zu mir mit nach Hause. Wir machten zusammen Hausaufgaben und ich spielte mit einem Schlüsselanhänger, von dem mein Vater 4 als Werbegeschenk bekommen hatte und so für jeden von uns einen mitgebracht hatte. Der Schlüsselanhänger war ein kleiner, niedlicher, gelber Stern mit einem aufgemalten Gesicht, der an einer Ecke eine Leuchte hatte, die anging, wenn man mitten drauf drückte. Als wir mit den Hausaufgaben fertig waren, setzten So und ich uns auf meinen Teppich und begannen über dies und das zu erzählen. Irgendwann bekam ich Mut und begann ihr die Geschichte mit den Geräuschen im Schrank zu erzählen. Während der ganzen Zeit hatte ich den Anhänger an meinem rechten Zeigefinger baumeln. So hörte mir aufmerksam, aber skeptisch zu. Als ich mit der Geschichte fertig war, sagte sie mit einem spöttischen, aber doch etwas ängstlichen Grinsen im Gesicht: »Wehe, jetzt habe ich Geräusche oder Geister in meinem Schrank.« »Nein, nein«, sagte ich ihr, »ich glaube nicht, dass so etwas nochmal passiert.« Genau in diesem Moment fing der Sternanhänger an zu leuchten. Er leuchtete immer wieder auf, ohne dass wir ihn berührten, geschweige denn drückten. Wir beide starrten ihn an und begriffen, dass er das SOS-Signal von sich gab. Immer wieder. Dreimal kurz, dreimal lang. Dreimal kurz, dreimal lang. Ich machte ihn von meinem Finger ab und legte ihn auf den Boden, aber er blinkte weiter. SOS. Ich schnappte ihn mir und rannte damit ins Wohnzimmer, um meiner Mutter zu zeigen, was da passierte. Ich wollte, dass sie mir auch glaubte. Aber als ich ihr im Wohnzimmer ganz aufgeregt erzählt hatte, was passiert war und den Sternanhänger hochhielt, hatte er aufgehört zu blinken. Meine Mutter lachte, beruhigte mich und meinte, das war bestimmt nur ein Wackelkontakt in dem Anhänger. Mit hängenden Schultern, aber doch etwas beruhigt, ging ich zurück in mein Zimmer, wo meine Freundin So gerade ihre Sachen zusammenpackte. In dem Moment, wo ich die Schwelle meiner Zimmertür überschritt, fing das Blinken wieder an. So schaute verängstigt zu mir. Ich wich einen Schritt zurück, raus aus meinem Zimmer, und das Blinken erlosch. Sobald ich mein Zimmer wieder betrat, fing das Blinken erneut an. So war das nun alles zu viel. Und sie wollte unbedingt nach Hause. Da auch ich das sehr unheimlich fand und sie verstehen konnte, brachte ich sie zur Tür. Den Anhänger schmiss ich daher in die Schublade der Kommode im Flur, wo die anderen drei lagen, und berührte ihn nie wieder. So und ich haben uns danach nur noch auf Geburtstagen, auf denen wir beide eingeladen waren, gesehen. Sie kam nie wieder zu mir zu Besuch und lud mich auch nie wieder ein. In der Schule ignorierte sie mich seitdem. Habe ich euch neugierig gemacht und ihr wollt wissen, wie alles anfing? Dann schaut euch mein erstes Video an, auf dem Schrank, der Anfang. Das findet ihr hier als erstes in der Playlist. Möchtet ihr immer auf dem Laufenden bleiben und kein Video mehr verpassen? Dann abonniert meinen Kanal, Creepy Ghost Life.